Karlsports TV ist heute auf der Lohmühle beim VfB Lübeck zu unserem Wocheninterview und da begrüßen wir Mirko Boland. Ja Mirko, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns hier bei Karlsports TV einmal reinzuschauen. Ich habe ein paar Fragen an dich zur aktuellen Situation. 2 Punkte aus 7 Spielen bedeuten ja auch den letzten Platz in der 3. Liga. Was macht das mit einem Spieler nach einem Fünftel der Saison? Ja, erstmal ist es natürlich nicht schön anzusehen, wenn man auf die Tabelle guckt. Das ist Stand jetzt nicht cool, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wir wissen ganz genau auch, dass die Saison noch sehr lange geht und auch noch genug Punkte zu holen gibt. Von daher schauen wir da positiv in die Zukunft. Und das bringt ja auch nichts, jetzt da irgendwie sich da irgendwo jetzt unterbuttern zu lassen. Die Spiele sind so gelaufen, wie sie sind. Und wir haben jetzt das nächste Spiel vor der Brust und da gilt es dran anzupacken. Ich habe ja gerade schon gesagt, das Spiel sind so gelaufen. Es ist ja auch nicht so, dass ihr euch vorführen lasst. Vielleicht jetzt beim 1-4 bei 1860. Es sind ja Kleinigkeiten, die fehlen. Welche sind denn das? Ja gut, letztendlich ist es so, dass jedes Spiel erstmal für sich selber steht, finde ich. Man kann nicht jetzt alle Spiele über einen Kamm scheren, sondern jedes Spiel ist anders, jedes Spiel ist wird anders gestaltet. Bei uns ist so, glaube ich, einfach so, dass das Problem, dass wir Spiele teilweise dann aus der Hand geben, wo wir eigentlich gut im Spiel drin sind. Für uns ist es wichtig, dass wir an den Stellschrauben arbeiten. Wir haben einen unglaublichen Aufwand, betreiben wir in den Spielen, belohnen uns bisher nicht dafür, aber das sind dann halt auch Kleinigkeiten, die wir einfach ändern müssen und das wissen wir intern, woran es da zu rütteln gibt. Und daran arbeiten wir Tag für Tag. Wie ist die Stimmung denn so in der Mannschaft? So, welche Themen habt ihr in der Kabine, auch beim Training? Ja, natürlich spricht man gerade viel über die Spiele, wie sie gelaufen sind, was man verbessern muss. Kleinigkeiten, Abstimmungen mit einem Mitspieler im gesamten Verbund. Und darüber wird halt viel geredet, was wir besser machen können. Aber man darf auch nie den Spaß an der Sache verlieren. Und ich meine, wenn man da zu verkrampft dran geht, dann wirkt das sicherlich auch nicht positiv aus. Und von daher sollte man trotzdem bei allem, was wir natürlich auch wissen, wie gerade die Lage ist, wissen wir natürlich auch, dass trotzdem wir immer noch gerne Fußball spielen. Wie muss man sich denn eigentlich so eine Halbzeitpause vorstellen? Wer spricht dort? Was gibt es da zu besprechen? Grundsätzlich spricht natürlich immer der Coach, der natürlich die Worte an uns richtet, je nachdem wie der Verlauf war in der Halbzeit, was wir besser machen können, was wir gut gemacht haben und solche Sachen halt. Natürlich ist es halt auch unterschiedlich nach Spielverlauf, dann eventuell mal, dass ein Spieler vielleicht nochmal was sagt oder kleine Abstimmungen, die getroffen werden müssen. Jetzt geht es ja zu Viktoria Köln. Die haben gerade in Rostock eine ganz schöne Packung bekommen und werden sicherlich versuchen, die wettzumachen. Was wird euch da erwarten? Ein schwieriges Spiel, wie jedes Spiel in der 3. Liga. Wir sind Aufsteiger, von daher denke ich, jede Mannschaft versucht erstmal das Spiel gegen uns zu gewinnen, dass wir nicht der Favorit da sind. Aber trotzdem, für uns ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf uns schauen, ohne da irgendwie jetzt nicht den Gegner ernst zu nehmen zu wollen. Aber wir müssen auf uns schauen, auf unsere Stärken, unser Spiel durchbringen und dann schauen, was der Gegner macht und daraus einen guten Mix finden und dann unsere Qualitäten aufs Spiel bringen. Vielen Dank und viel Erfolg. Gerne. Das war's mit dem Interview von Mirko Boland vor dem Spiel Viktoria Köln gegen VfB Lübeck am kommenden Freitag. Denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren und diesen Beitrag zu liken. Wir wünschen euch auch einen schönen Tag und hoffen auf 3 Punkte für die Grün-Weißen am Freitag. Das war Roland Kenzo für Karlsports TV.